Da ist zuerst der Stromkasten weg. Schnell, 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 schnell. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die auch Stockwerk wechseln können oder ob es einfach in jedem Stockwerk neue gibt. Aber die können bestimmt auch irgendwie Stockwerk wechseln. Ja, ich glaube nämlich, das ist die von oben. So, hier ist Licht. Ab da muss ich jetzt wieder irgendwo was anschalten. Problem ist auch, die sind immer woanders. Manchmal sind die, glaube ich, auch im Geschäft. Oh mein, da vorne ist schon wieder einer. Da ist der Stromkasten. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe, wenn der so hinter mir ist. Nämlich gar nicht wahrscheinlich. Blinzel mal kurz. Was war das eigentlich für einer? Habt ihr das gesehen? Das war so ein großer mit Rauch. Das sind über Stromkästen, aber ich komme nicht hin, weil die haben mich ja gleich. Schnell, schnell, schnell. Was war das für ein Typ mit Rauch? Oh mein Gott, das wird knapp. Das wird knapp. Er ist schon im Geschäft drinnen. Und ich muss gleich blinzeln. Fuck, ich komme nicht vorbei. Oh mein Gott, da ist noch einer jetzt im Geschäft. Ich bin in der Sackgasse. Keine Chance. Ich war in der Sackgasse. Ja, ich war leider in der Sackgasse. Ach, jetzt muss ich komplett neu starten, oder? So komplett neu unten beginnen. Hey, das ist aber unfair, weil die meisten unten die Stromkästen sind in so ganz kleinen Geschäften drin. Wo man einfach keine Chance hat, außer man lockt alle Puppen ans andere Ende. Was aber auch ziemlich krass ist. Ja, hätte ich mich da jetzt nicht auf umgedreht. So, da war glaube ich noch ein Stromkasten da drinnen. Nein, war das nicht da? Ach, da war das. Oder? Nein, doch nicht. Da war das. Genau, wo dieser Typ nämlich davor steht. Weil alleine, dass der schon da ist, macht die Sache halt einfach nur asozial. Und zwar so richtig. Kann ich das irgendwie... Nee, der kommt doch fix näher. Ja, der kommt näher. Okay, geht nicht. Ich kann den Strom hier nicht aktivieren. Was ist das da für ein Typ mit dem Rauch? Blinzel mal kurz. So, jetzt versuche ich hier nochmal mein Glück. Ich finde das blöd, dass das Aktivieren so lange dauert. Schneller. Komm schon. Jo, wie schon alle draußen warten. Yo! Alter, sie sind überall. Da vorne ist ein Stromkasten. Das Geschäft ist ja noch kleiner. Ich hoffe, ich habe einen kleinen Vorsprung jetzt. Komm schon. Vor allem, wie viele Puppen gibt es hier unten eigentlich? So, jetzt muss ich, glaube ich, nur noch zu diesem einen Schalter, wo ich vorher nicht hingekommen bin, weil mich der Typ blockiert hat. Das war da irgendwo. Da, dann im Eck. Diesmal schaffe ich's. Im nächsten, da war's, glaube ich. Ja. Schnell, schnell, schnell. Ich muss auch gleich blinzeln, das ist das Problem. Ich blinzel jetzt. Okay, sehr knapp, sehr knapp. So, jetzt haben wir eigentlich überall Strom, oder? Come out of the mall. So, wo war denn der Ausgang nochmal? Der Ausgang war sicher dort, wo diese komische Schattengestalt war. War das hier?
Das ist doch ein Ausgang. Oder brauche ich den Hauptausgang quasi? Wenn mich jetzt noch so eine Puppe erwischt, dann... Weil wenn ich rauskomme, ist hier... Da ist hier der Hauptausgang, oder? Hä? Ich weiß... Ja, komm, alle Puppen, komm schon, es sind 4 Stück. Da ist der Hauptausgang. Ja, doch, da war vorhin nämlich auch diese Schattengestalt. So, jetzt aber raus hier. Ah, geschafft. Puh, kleine Erleichterung gleich. There's still no one alive or dead, except the things that shouldn't be alive in the first place. Maybe I'm going crazy. Ja, er sagt, es ist immer noch niemand tot und auch niemand lebendig. Es sind nur Dinge da, die gar nicht lebendig sein sollten, wie zum Beispiel diese Schaufensterpuppen. Und er glaubt, er wird langsam verrückt. I can't forget the girl in the picture on the phone. Her name was Rose and she was the one who called me when the car accident happened. Who is she? Ah, okay. Das geht aber gar nicht. Also er sagt nämlich, auf seinem Handy stand ja Rose, als er den Autounfall hatte. Aber er kennt sie gar nicht. Und ihr wisst ja, wenn man eine Person nicht eingespeichert hat, kann es auch nicht sein, dass der Name oder ein Bild dort steht. Deshalb sehr crazy. Es ist hell. Es ist hell. Das ist wenigstens ein ganz kleiner Vorteil. Ich mag's, wenn's hell ist. So, die Frage ist, wo muss ich hin? Just do something, don't give up. Also, tu es einfach und gib nicht auf. Ich weiß zwar nicht was, aber... sag jetzt nicht, die verfolgt mich. Das wäre ein bisschen unfair, nur ein bisschen. Nein, echt jetzt? Hä? Reach the subway? Wie soll ich denn so schnell sein? Was? Was macht sie? Ach. Ich glaube, wenn ich irgendwie auf der Straße bin, während die gerade wirbelt, dann bin ich halt im Wirbel drin und sterbe. Ja gut, dann mache ich das einfach so, dass ich einfach durchgehend laufe. Achso. Ich muss dann wahrscheinlich, wenn die wirbelt, in diese Seitengassen gehen. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, wie lange dieser Wirbel dauert. Yo! Ich hoffe, ich höre das irgendwie. Ich glaube, jetzt wirbelt er wieder. Oder sie. Okay, das ist gerade mega spannend irgendwie. Ich hoffe, wir gelangen noch zur U-Bahn rechtzeitig. Schnell, schnell, schnell. Ich muss auch bald wieder blinzeln. In der nächsten Gasse muss ich unbedingt blinzeln. Schnell, schnell, schnell. Hier rein. Und blinzeln. Aber wo sind alle Menschen? Alle Autos stehen wild auf der Straße. Und wo ist die U-Bahn eigentlich? Ist das die U-Bahn? Schnell, 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 runter, schnell. Ja, es ist die U-Bahn. Toll. Alles blockiert mit Steinen. Finde ich sehr stark. Ich habe mich gerade gefreut, dass es so hell ist und schon ist alles komplett dunkel. Das ist aber jetzt wirklich die pure Dunkelheit. Ich sehe gar nichts. Einfach mal blinzeln. Das ist die absolute pure Dunkelheit. Hä, was ist das komische Blaue da am Rand?
Ach, das ist die U-Bahn. Okay, weil ich muss ja angeblich durch den Tunnel gehen. Was ich mir sehr stressig vorstelle, wenn da Puppen da sind. Ist das da vorne schon eine Puppe? Ja. Steinstatuen diesmal, okay. Hä, aber wie mache ich denn das jetzt? Ich musste mal ganz vorsichtig an den vorbeigehen und wenn ich blinzeln muss, bin ich sowieso im Arsch. Ich laufe einfach, ich laufe mein Leben. Love Forest, Love Forest. Ist gerade am passendsten. Haha. Okay, das ist auch ganz schön ein Stück weit weg. Weil ich muss ja ab und zu auch mal blinzeln, da vorne ist schon die nächste Statue. Creepy das auch immer aussieht. Und welche U-Bahn hat denn so eine komische Beleuchtung im Tunnel eigentlich? Hätte ich persönlich noch nie gesehen, sieht aber ganz cool aus, muss ich zugeben. So, ich muss mal wieder blinzeln, ich mach das mal schnell. Boah, die sind aber auch ganz schön flott unterwegs. Also, wenn ich irgendwie mal kurz aufgehalten bin, sind die alle hinter mir. Und irgendwie habe ich Angst, dass eine U-Bahn kommt. Ich weiß nicht warum. Oha. Der ist ja gerade aus dem Nichts gekommen. Schnell weg hier. Muss aber auch bald schon wieder blinzeln. Ich mach das schnell mal. Immer mit einem gewissen Sicherheitsabstand. Ist das das Ende? Go up to the surface. Okay. Das ging ja leichter als gedacht sogar. So, noch einmal schnell blinzeln. Was steht da hinten? Sorry, das muss ich noch kurz mitnehmen. It's me, Rose. I know you hear me. Ah, you hear me. Was? Die Rose spricht mit uns über diese Botschaften. Auch ziemlich krank. Off it is a nightmare. Then it is the longest nightmare I've ever had. But I don't believe it is just. Wieso schaut das eigentlich so komisch? But. Oh, steht da eigentlich. Aber es müsste eigentlich I heißen. But I don't believe it is just a dream. Of seems more real than reality itself. Fears that I feel don't let me remember anything. I can't even remember of my name. Okay, also, das ist sein längster Albtraum, den er jemals hatte. Und es spielt sich dann wie ein Traum, es spielt sich eher an, es spielt sich eher real an als die Realität selbst. Und er erinnert sich an gar nichts mehr, nicht mal an seinen eigenen Namen. Und ich will nicht wissen, was wir hier noch rausfinden.